Hallo Leute, hier ist die Crazy Mama. Peace. Ich habe mal wieder ein Kombucha-Experiment gestartet, quasi ein bisschen unfreiwillig aus Faulheit. Nämlich habe ich am 12.8. diesen Kombucha-Pilz in diesen Topf hier eingelegt und habe ihn einfach da drin gelassen. Und missachtet, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das habe ich mit mehreren gemacht, weil ich hatte einfach keinen Bock mehr auf diesen Kombucha. Irgendwie so. Und die anderen, muss ich sagen, ich weiß auch gar nicht, wo der andere Topf ist. Der ist hier. Der Kombucha in dem Topf da zum Beispiel, der ist mir kaputt gegangen. Der ist gnadenlos verschimmelt und hat abartig gestunken. In dem Topf da hatte ich auch einen drin, der ist mir auch verschimmelt. Dann hatte ich noch ein Glas mit Kombucha, der verschimmelt ist. Und der da, meine Tochter, sagt gerade zu mir, also ich gurgel so mit Apfelessig, sagt meine Tochter, was hast du denn da? Hast du Kombucha? Und ich sage, nee, habe ich nicht. Apfelessig riecht aber so ähnlich wie Kombucha. Und da meint sie, ah, ich guck mal nach dem Kombucha-Pilz und ich sage, ich habe doch gar keinen mehr. Und dann sagt sie, doch, da steht doch noch ein Gefäß. Ja. Und dann hat sie den jetzt geholt. Und das ist gigantisch. Der hat 8 cm Durchmesser. Das da ist der kleinste. Der jüngste. Das da ist quasi die Mama. Ja, das war oben drauf. Das ist immer noch feucht. Und hier drin ist der Rest Flüssigkeit. Also bei den anderen, die verschimmelt sind, war gar keine Flüssigkeit mehr im Gefäß drin. Und hier ist quasi noch ein Rest Flüssigkeit. Das sind bestimmt gut 200, 150, 200 Milliliter. Ja, und ich denke, deswegen hat er wohl auch überlebt. Oh, eine Fruchtfliege. Guck mal, die Fruchtfliege kommt schon gleich an. Lass sie leben. Ja, ja, okay. Das finde ich echt toll. Jetzt werde ich dem mal einen frischen Tee kochen und den mal nochmal neu ansetzen. Hier in dem Gefäß gucken wir jetzt einfach mal rein, was mit dem Kombucha ist. Ob der... Ah, ja. Der ist verschimmelt. Ich sehe es. Ja, hier oben drauf. Na, man kann es da doch... Da auf der Flüssigkeit. Der hat zwar Flüssigkeit, aber trotzdem... Oder ist das eine Fruchtfliege, die da reingefallen ist? Ah, tatsächlich, das ist eine Fruchtfliege. Ja, ich denke, ich werde den trotzdem auf den Kompost tun. Ja. Zeig mal. Guck mal da rein. Jetzt habe ich ja den da. Den kann ich ja x-mal teilen, wenn ich das möchte. Und ja, das war also mal ein Experiment. Wir haben jetzt November. Das heißt also, von August bis November hat der in seiner Flüssigkeit gelegen. Ist nach unten stetig gewachsen. Und ich denke, vielleicht hätte er jetzt auch einen halben Monat ausgehalten, dann wäre er wohl auch kaputt gegangen. Ja. Und ich hatte den ganz unten auf dem Boden stehen, im Regal. Das heißt, die Temperatur war dort auch nicht so irre hoch für diesen Kombucha da. Und dass der halt dann auch nicht so schnell gewachsen sind. Da ist noch ein Kombucha dran. Ja klar, der macht stetig Babys. Stetig neue unten. Ja. Hat ja auch ein Baby gemacht. Im Kühlschrank habe ich ja auch immer noch ein paar Kombucha als Reserve stehen. Die werde ich auch irgendwann mal ausprobieren. Darf ich mal die noch angucken? Nein, darfst du jetzt nicht. Oh, ob die noch zu brauchen sind. Ja. Ich bin auch hier. Das war's von mir mit meinem mega Kombucha. Mega großen Kombucha. Genau. Genau. Den ich jetzt einen neuen Tee einlegen werde. Tee. So, das war's von mir. Tschüss. Peace, love. Peace, love.